So, da bin ich wieder mit natürlich herzlich willkommen zu diesem wundervollen Spiel Disney's Magical Quest Teil 2. Natürlich wieder mit dem C-Rox. Hey Leute! Und, oh, der C-Rox hat so viel Gutes gefunden für uns. Und ich bin gerade wieder an die Stacheln gestorben. Und wir spielen Mickey's Magical Quest gegen einen ebenfalls gestorben ist. Diese Terrorschnecken. Terrorschnecken hört sich irgendwie auch. Ja, der jeweils andere ist. An. Beim. Wollte ich mal so. Gegenwärtigen Part dabei. Und wie Zirak schon sagte, wir können jetzt klettern. Oh, wir haben ein Türchen gefunden. Dank unserer ultra coolen neuen Ausrüstung. Sieht aus wie eine Minimaus. Oh, da oben habe ich eine Tür. Plus gesehen. Eins. Ein Leben? Keine Ahnung, steht immer noch ein steht immer noch ein Zwei da. Die Tür da oben. Das verstehe ich gerade nicht. Naja, ich kann jetzt schön mein Eistee genießen, wo jetzt Buggy eine Runde leiten kann. Ach, die machen Münzen. Das ist ja interessant. Bloß, dass die wieder spawnen. Aber die Wiesel, die haben es irgendwie in sich. Ja, die Wiesel sind ganz schön fies. So, was haben wir denn hier schön drin? Und noch ein Herzcontainer. Als hätte ich es doch gerochen. Ist da, oh, schon der Boss? Es ist ein Stegosaurus. Aber ich habe eher einen Shop erwartet. Ein aber dass wir jetzt so schnell einen zweiten Herzcontainer finden, überrascht mich. Und der bewegt sich. Ein laufender Boss. Wir sind quasi auf dem Boss und... Der ist, muss ich gerade sagen, bisher auch nicht wirklich eine Herausforderung. Auch. Also ich muss sagen, die Bosse in diesem Spiel für den normalen Modus sind die irgendwie doch teils ganz schön einfach. Ganz kurzen Moment, Leute. Also wenn ihr euch wundert, warum so dralles Gestöhne von jungen Blondinen ertönt, ich schau mal kurz an meiner Lieblingsporno-Seite vorbei. Bisher noch gut aus. Na, ja, das gleiche wie gestern. Oh, er ist schon rot. Und noch ein Leben und ein Herz. Und wie Zirak schon sagt, ich werde jetzt hier nicht sterben. Das wär's ja. Da, der ist besiegt. Donnerwetter, was ist los? Der richtig kann durchmarsch. Wir beide könnten uns glatt Speedrunner. Ohne nennen. Scheiß, jetzt kann ich noch zum Dank, das Game ist irgendwie auf normal im Vergleich zum ersten richtig vereinfacht worden. Obwohl die Gegner es manchmal irgendwie penetranter sind. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt schon in der Eiswelt drin.
In der Eiswelt. Stimmt, die kam ja danach. Wandelnde Eiskristalle. Wieder mit Zielscheiben. Ich frage mich, was die Zielscheiben zu bedeuten haben. Ich glaube, dem Gegner tut so leid, dass das letzte Spiel so kackschwer war. Und jetzt wollen die uns quasi ein bisschen schonen für den dritten Teil. Dass wir wieder im dritten Teil... Dass ich zumindest fast... ja, merk schon. Meine Wände mit Eisteeflaschen... Oh, wir können Herzcontainer kaufen! Oh, ich bin blöd, gleich zu kommen. Ein Herzcontainer? Moment, was sagt er mir da? Ein SP0? Was soll das denn heißen? Der will's nicht machen. Der will den Herzcontainer nicht holen. Da kommt nur ein SP und ein durchgezogenes Herz. Ach so, verstehe. Wahrscheinlich wegen einem Spielermodus. Dass ich das jetzt nicht gekauft bekomme. Das wird es quasi Multiplayer spielen müssten, dass du jetzt weiter ein Herzcontainer hättest. Ja. Gut, wir können aber zur Hälfte das mit dem Cowboy-Dingens auch nicht kaufen. Hm. Nur die Pistole. Ne, kann man nicht kaufen. Irgendwo kacke. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber gut. Eigentlich müsste das reichen, was wir jetzt schon gefunden haben. Wenn es so weitergeht, dann werden wir, denke ich mal, bessere Karten diesmal beim Endboss haben. Also so meine gewagte Theorie. Glaub ich auch. Oh, ein Eskimo-Mann in einem komischen Brummkreisel aus Eis. Ne, es ist schon wieder so ein Wiesel. Also die Wiesel sind teils fieser als die Bosse, muss man sagen. Da hast du recht. Aber ich muss sagen, lieber die Wiesel als dieses Kackbild von vorhin. Dem stimme ich zu. Weil ich hätte lieber zwei Wiesel auf einmal als so ein einzelnes Kackbild mit so einem Kack-Karlo-Tau. Das bringt mich zum Kacken. Kann doch sein, dass die Mickey oder Mini heißt, dass wir jetzt ein weiteres Leben als Standard freigeschaltet haben, weil wir haben jetzt irgendwie 3 Leben. Okay. Weil ich glaube mich zu erinnern, dass wir vorher 2 hatten als Standard. Dann könnte das gewesen sein. Dass wir jetzt quasi mit mehr Versuchen jeweils starten. Ja. Das ist eigentlich an sich auch ganz gut. Aber das ist sogar besser. Das ist wirklich besser. Da wir ja nicht resettet werden, wenn wir beim Bosskampf sterben. Da hat er recht. Und wenn ich so meine These überlege, denke ich, dass wir sogar beim Carlo dann, könnte man sagen, fast eine Chance hätten diesmal. Also beim absoluten Endboss-Geficke. Gut, noch habe ich das Wiesel ganz gut im Griff. So, Jutes Wieselchen, du bist gleich Geschichte. Pass auf, wie das geht. Und tschüss.
Mal gespannt, was der Endboss von dieser Ice Stage ist. Darauf darf man wirklich mal gespannt sein. Also so wie ich langsam die Entwickler kenne, werden sie wahrscheinlich nicht das nicht die gleiche Idee verwenden. Ja, das glaube ich auch, dass die irgendwas sich Neues haben einfallen lassen. Ist ja Capcom. Die sind ja auch schon mit Yamato Man gekommen. Noch plus eins gefunden. Also noch so ein Mini oder Mickey plus eins. Cool. Ich frage mich, was das ist. Ob es tatsächlich die Live-Anzahl erhöht? Weil spätestens jetzt werden wir es wissen. Mhm. Wenn plötzlich 4 dran steht. Beim nächsten Spawn. Ich bin schon der festen Überzeugung, dass es irgendwas bewirkt hat. Weil mein Life hat sich bis jetzt, als ich das berührt habe, nicht verändert. Weil irgendwas muss das gebracht haben, dieses Plus 1. Hat irgendwas erhöht. Aber höher springen kannst du jetzt nicht. Nein. Kommt jetzt schon der Boss oder so? Ist auch gar nicht so schwer Secrets zu finden in diesem Game. Mhm. Wenn man sich so halbwegs ein bisschen konzentriert und nachschaut. Ba, 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 ba. Schubiduba, da Schubiduba. Ist es. Es ist eine Wolke, die Blitze schießt. Krako aus Kirby. Die hat aber keine. Der ist schon nicht mehr ganz so einfach. Aber ich glaube, ich kann bedenken, wie man den macht. Wahrscheinlich wird man hier den Staubsauger gebrauchen müssen. Sehr gewagte Theorie, Professor Wattgilein. Ja, es ist der Staubsauger. Das heißt, diese Wolke kann alles und jeden umbringen mit einem Blitzschlag, aber eine blöde Putze kann die Wolke anscheinend. Ach, man muss ihn aufsaugen, das ist schon quasi alles. Genau wie man diesen Feuerboss beim letzten Teil löschen musste. Ja, stimmt, aber ja gut. Da haben sich nur die Dinger halt so schnell gedreht, dass man da quasi verrückt wurde. Und er friert ein. Gerne mal ein. Selbst die Wolke sieht aus wie Carlo. Und vielleicht hat auch Carlo einmal gefurzt.
Aber sonderlich grün scheint sie nicht zu sein, oder? Nein. Man muss warten, bis sie runterkommt, um sie genau einzusaugen. Darf sie aber nicht zu viel Zeit lassen, nach einer Weile, dann wird sie wieder größer. Bis sie wieder ganz weiß, aber sie war schon dunkelrot. Beziehungsweise sie ist dunkelrot. Ich will ihn jetzt nicht wieder ganz transformieren lassen, deswegen hat er mich wieder eingefroren. Jetzt ist er ganz eingesaugt. Mit anderen Worten, der Blautschub ist fertig. Jo. Hat sich ausgesaugt, Mickey. Stufe geschafft. Und wir sind schon in der letzten Welt. Alter. In der letzten Welt. Baron Carlosburg, es war natürlich so klar. Schon wieder ein Carlospuff. Carlospuff, Reload. Oh, jetzt kommt eine Cutscene. Endlich geschafft. Also, wo versteckt sich bloß Baron Carlo? Der Riesen-Carlo-Geist schwebt über uns. Und da ist die Stage offen. Und ab hier findet wieder ein Switch statt. Der gute Xerax ist wieder am Berg und darf sich hier in der Burg herumschlagen. Und ich werde mal eins werde ich kurz noch machen, und zwar das Testen, was mit der Lebenanzahl passiert ist. Vielleicht gibt es auch in dieser lustigen Burg so eine Mädelskabine, wo ich reinspicken kann kurz. Lieber nochmal speichern vorher. Speichern ist die Mutter der Porzellankiste. Mal schauen, wie sich gleich die Lebenanzahl verändert hat. Verändert. Bin ich mal gespannt, ob wir wieder mal so rumirren dürfen. Ich sehe schon kommen, der erste Teil war schwer. Der zweite irgendwie total einfach.
Und der dritte wird wieder schwer wahrscheinlich. Mhm. Der dritte wird wahrscheinlich so schwer wie der erste und der zweite zusammen. So. Moment der Wahrheit. Was hat sich verändert? Ne, ist immer noch eine 3. Hm. Komisch. Naja, ab hier macht dann Zirax weiter. Jo. Tschüss, Leute.